Gib mir meine Kopfhörer zurück. Ich gebe sie dir nach dem Unterricht zurück, okay? Ich verspreche es. Du hast deine Kopfhörer verloren und jetzt willst du auch noch meine verlieren? Ich werde deine Kopfhörer nicht verlieren. Und wenn ich sie verliere, dann werde ich die neue kaufen, ja? Lasst uns die Sache mit den Kopfhörern schnell klären. Sonst kommen wir zu spät zum Yoga-Training. Ich gehe erst wieder zum Yoga, wenn mein Bruder mir die Kopfhörer zurückgibt. Okay, lass uns einen Deal machen. Ich nehme deine Kopfhörer für eine Stunde und in der Pause gebe ich sie dir zurück, okay? Ich verspreche es. Na gut, aber nur für eine Stunde. Für eine Stunde. Du bist die beste Schwester, danke. Nun, diese Frage ist endlich geklärt. Komm, lass uns zum Yoga-Training gehen. Steph, du hast keinen Bruder, der dir immer unerlaubt deine Sachen wegnimmt. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich das hasse. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weißt du was, Amina? Meine Eltern wollten mir letztes Jahr zu Weihnachten einen Bruder schenken. Aber ich habe abgelehnt. Es war richtig, dass du dich geweigert hast. Unglaublich, dass sie mir trotzdem einen Bruder geschenkt haben. Was für eine Ratte Nice nur ist. Sieh ihn dir an, Camille. Hey, halt, lass Nice in Ruhe. Siehst du nicht, wie er sich amüsiert? Ich denke, es wird nicht lange dauern. Bald werden sie herausfinden, wer der echte Bubble ist. Und dann wird Nice Probleme mit den Mädchen bekommen. Mädchen, ihr habt Glück, dass ihr mit den Top-Typen zusammen seid. Jeder könnte an eurer Stelle sein, aber sie sind alle komisch und ich habe sie abgelehnt. Aber ihr seid lustig. Es ist an der Zeit, dass du dich entscheidest, Bubble. Wen von uns magst du am meisten, Bubble? Also, ich habe mich noch nicht entschieden. Es ist an der Zeit, dass du dich entscheidest, Bubble. Je früher du dich entscheidest, desto besser für dich. Hetz mich nicht, Mädels. Ich habe Angst, den Fehler zu machen, okay? Gib mir lieber mehr Pizza. Klar, mein Schwarm. Hier, bitte. Das Training hat schon begonnen, aber es ist noch niemand gekommen. Diese Teenager sind so unverschämt geworden. Sie denken, sie können das Yoga-Training verpassen. Was guckst du denn da, hm? Autsch. Autsch, meine Hand. Hallo Trainerin Katie, wir sind bereit für das Yoga-Training. Mädels, ihr seid eine ganze Minute zu spät. Es tut uns leid, Trainerin Katie. Wir werden versuchen, nicht mehr zu spät zu kommen. Ich habe genug von euren Ausreden. Ihr kommt ständig zu spät zum Unterricht und denkt, dass Yoga schlechter ist als Tennis. Wenn das so weitergeht, werde ich eure Eltern über alles informieren. Coach Katie, aber wir haben nie behauptet, dass Yoga schlechter ist als Tennis. Außerdem habe ich Tennis noch nie gemocht. Meinst du das ernst? Du magst kein Tennis, du liebst mein Yoga? Natürlich, Coach Katie. Ich verstehe einfach nicht, was man an diesem Tennis mögen kann. Sie rennen mit ihren Schlägern herum, schneiden Grimassen etwa so puh, puh. Und Yoga ist großartig. Ich bewundere euch, Mädchen. Ihr seid meine Besten. Lasst uns jetzt mit dem Training beginnen. Puh, endlich habe ich einen Yogakurs gefunden. Mädchen. Wer bist du, Mädchen? Hallo, Trainerin Katie. Ich bin neu auf dem Campus. Mein Name ist Mia und ich liebe einfach Yoga. Hey, Mia. Willst du damit sagen, dass du Yoga liebst? Vielleicht magst du auch Tennis. Nein, ich mag kein Tennis. Tennis ist nicht mein Sport. Das freut mich für dich. Willkommen in meiner Trainingsklasse. Also, Benz, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Schieb mich einfach an und dann geht's richtig los hier. Okay, wir schieben dich jetzt an. Also, geht's los? Also, 1, 2, 3 und los geht's! Das ist echt cool, Leute! Oh mein Gott! Hey, Dumpfbacke, siehst du nicht, wohin du fährst? Du hast den Officer angefahren. Pass auf, was du sagst, Chuck. Das ist deine Schuld. Du hast fast mein Pennyboard kaputt gemacht. Mann, ich hab die Nase voll von dir. Oh Mann, ich glaube, dass Benz in Schwierigkeiten steckt. Hör zu, Puzzle, was wäre, wenn wir ihn... Du weißt schon. Was ist das für eine Idee, Mann? Natürlich nicht. Das ist immer das Gleiche mit dir. Gib mir dein Pennyboard. Ist das dein Ernst? Natürlich nicht. Wenn du mir jetzt nicht dein Pennyboard gibst, dann werde ich... Ich sag dir was. Kapiert? Okay, tu das nicht. Hier ist das Pennyboard.
Also, vergiss dein Pennyboard. Ich werd's Max geben. Er wird's dir dann zurückgeben, okay? Was starrt ihr so? Benz, bist du okay? Ja, aber ich gehe später ins Krankenhaus. Ich habe Kopfschmerzen. Warum hast du sofort zugestimmt, ihm dein Pennyboard zu geben? Was hat er gesagt? Ich sag's euch, kommt mal her. Heiliger Strohsack. Gut, dass du ihm dein Pennyboard gegeben hast. Du sagst es, Mann. Okay, lass uns gehen, bevor Lehrer Max kommt, okay? Gehen wir. Oh, Ponka, ziehst du die neue Kleider an? Bist du verrückt, Bubble? Was ist, wenn jemand reinkommt und dich in der Frauenumkleide sieht? Die Campusregeln besagen, dass Jungs hier nicht reinkommen dürfen. Das ist mir egal. Mir ist es auch völlig egal. Schließlich bin ich auf den Straßen der Stadt aufgewachsen. Kümmere mich nicht um Regeln. Geld spielt für mich keine Rolle. Ich komme gut an bei den Mädels. Oh yeah. Wow, Dylan. Dein Rap ist so cool. Was redest du da? Er sagt, er sei auf der Straße aufgewachsen. Du bist bei deiner Mutter aufgewachsen. Denkst du, ich weiß nicht, dass deine Mutter dir morgens immer noch Essen macht? Ja, sie macht mir zum Beispiel Brei morgen. Aber sie zwingt mich gar nicht dazu. Es ist meine Sache, ob ich Brei esse oder nicht. Keine Mutter kann einen Gangster dazu bringen. Du bist ein sehr cooler Gangster, Dylan. Er ist nicht cool. Ich kann besser rappen als er. Ich verstehe das nicht. Willst du dich gerade mit Daddy streiten? Lass uns ein Rap-Battle machen und Ponka ist die Jury. Ich hab das jetzt so langsam satt. Halt, mach das nicht. Hey, nice. Hör auf mit diesem Zeug. Komm lieber zurück in unser Team. Bist du nice? Halt, hast du schon wieder meinen Namen vergessen oder was? Ich heiße nicht Nice, ich heiße Bubble. Achtet nicht auf ihn, Mädchen. Er ist ein bisschen dumm, okay? Ich dachte schon, du wärst nicht Bubble und wir haben uns geirrt. Kann ich noch was Pizza haben? Natürlich kannst du. Das reicht. Du bekommst keine Pizza, bis du dich nicht entschieden hast, wer von uns dir besser gefällt. Du hast recht, Chris. Mädels, lasst uns von hier verschwinden. Mädels, lasst ihr noch Pizza hier? Nein. Oh Mann, was für ein cooles Board. Ich muss Lehrer Max dazu bringen, es und Benz wegzunehmen und es mir zu geben. Und zwar für immer. Warum stehst du hier und schaust ständig auf dein Pennyboard? Was soll ich mir sonst anschauen, Mandy? Ich bin an meinem Arbeitsplatz. Max hat mich beauftragt, das Pennyboard zu bewachen. Also mache ich meinen Job. Du sollst den Campus bewachen. Was ist, wenn jemand etwas kaputt gemacht hat? Oder eine Schlägerei anfängt? Und du stehst hier und schaust auf dein Pennyboard? Das ist nicht mein Pennyboard, das ist von Benz. Das ist mir egal. Geh und beobachte die Kameras. Achte darauf, dass es keine Verstöße auf dem Campus gibt, sonst erzähle ich alles Lehrer Max. Sag's nur nicht Lehrer Max, er ist heute irgendwie böse. Wahrscheinlich ist er heute Morgen mit dem falschen Bein aufgestanden oder sowas. Lass uns leer machen, Leute. Lass uns leer machen. Du sagst, du hast unendlich Geld und du nennst dich ein reiches Kind, aber du hast kein Geld. Du bist nur ein kleiner Schwätzer, okay? Yeah! Wow, das war ziemlich unverschämt. Okay, Kumpel, warte mal. Du hast es so gewollt. Du bist auf jeden Fall eine Fliege und dein Name ist Bubble. Ich bin der beste Rapper und du bist ein McDouble. In Wirklichkeit bist du ein wandelndes Problem. Du sagst, dass es hier niemanden gibt, der so cool ist wie du. Aber da gibt's noch mich. Ich bin der Beste und ich dominiere das Game. Wow, jetzt wird es ernst. Wow, Dylan. Sind wir zur falschen Zeit gekommen, Mädels? Sie haben hier eine nutzlose Yogastunde. Wie nennt man diejenigen, die Yoga praktizieren? Yogis? Hallo Coach Cathy. Oh, sie können einfach nicht wegbleiben. Hallo Coach Cathy. Keine Sorge, Coach Cathy, wir werden dich nicht stören. Wir sind nur kurz reingekommen, um unsere Schläger hier zu lassen. Und eine kleine Bitte habe ich noch. Fass unsere Schläger nicht an. Habe ich etwas gehört? Oder miaut hier jemand, Steph? Miau, 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 miau. Und bleib nicht zu lange hier, denn bald gibt es eine Trainingseinheit mit Lehrer Max. Und räumt eure Matten auf. Ciao. Okay, Mädels, das war's für heute. Aber wir haben doch gerade erst angefangen, Coach Cathy. Wir haben heute einen kurzen Tag.
Bitte verlasst jetzt die Turnhalle, ohne Fragen zu stellen. Okay. Auf Wiedersehen, Coach Catty. Auf Wiedersehen, Mädchen. Also, Tennisspieler. Mal sehen, wie ihr meinen Max mit kaputten Schlägern trainieren wollt. Also, Tennisspieler. Coach Catty, ich habe was vergessen. Mia? Was machst du hier? Coach Catty, ich habe vergessen, meine Matte mitzunehmen. Die Tennisspieler haben mich gebeten, die Sachen nicht hier zu lassen. Und was machst du da mit den Schlägern? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Nimm deine Matte und verlasse die Turnhalle. Okay. Chuck, Chuck, Chuck! Chuck, warum stehst du hier rum? Was ist los? Wir wissen es nicht, da ist irgendwas los da drüben. Ich glaube, irgendjemand kämpft da. Ja, wenn du dich nicht beeilst und sie jetzt trennst, dann werden sie das ganze Klassenzimmer zerstören. Mann, ich hab die Nase voll von dieser Schule. Schalten wir die Kameras aus. Nice! Wann willst du den Mädchen sagen, dass du nicht Bubble bist und dass du überhaupt kein Top-Typ bist? Sie werden die Wahrheit sowieso herausfinden und dann wirst du in Schwierigkeiten geraten. Ich werde nicht in Schwierigkeiten geraten, wenn ihr ruhig seid, okay? Nice. Es ist nicht schön, die Mädchen zu belügen. Ich werde hingehen und ihnen alles erzählen. Mir egal. Geh hin und sag's ihnen. Sie werden dir sowieso nicht glauben. Du gehst mir auf die Nerven. Die Zeit ist um, Camille. Amina, siehst du nicht, dass wir in Schwierigkeiten stecken? Nice ist verrückt geworden. Er denkt, er ist der Größte. Wisst ihr schon, er sagt, er sei Bubble. Wozu? Hör nicht auf sie, Amina. Sie sind nur neidisch, okay? Die Tennisspielerinnen haben gesagt bekommen, dass Bubble ein Top-Typ ist. Deshalb stellt sich Nice jetzt als Bubble vor. Okay, Camille, ich brauche meine AirPods. Oh ja, richtig. Hier, bitte sehr. Ich hab's ja versprochen. Ich danke dir. Ich dachte, du hättest sie verloren. Bist du gleich fertig? Ja, gleich, gleich. Erledigt. Die Kameras werden nicht mehr funktionieren. Mann, bist du dumm oder was? Wir waren uns einig, dass du sie hacken würdest, nicht zerstören. Ich hab getan, was ich konnte, verstehst du? Okay, Benz, hol dein Pennyboard und lass uns verschwinden. Oh, da bist du ja. Mein Baby. Daddy hat dich vermisst. Hör auf, dein Pennyboard zu umarmen. Chuck wird jede Minute hier sein. Okay, lass uns von ihr verschwinden, ja? Hallo, Coach Catty. Hallo, Mia. Coach Catty, es gibt etwas, worüber ich mit dir sprechen möchte. Worüber möchtest du also sprechen? Ich habe alles gesehen. Warum hast du das getan? Ah, darüber willst du also mit mir reden. Ah, ich will dir mal was sagen, Mia. Willst du auf dem Campus bleiben? Aber sicher doch. Dann musst du vergessen, was du heute Morgen gesehen hast. Nun, du weißt, was ich meine. Ja, sicher. Ich habe gesehen, dass du die Schläger der Tennisspielerin zerstört hast. Ich freue mich, dass du so eine schöne Erinnerung hast. Aber das geht dich nichts an. Oh, die Schulglocke läutet. Genau für dich. Beeil dich zum Unterricht und sei dankbar, dass du noch auf dem Campus bist. Hast du's? Ich hab's. Gutes Gespräch. Mädels, ich glaube, wir müssen uns den coolsten Slogan für unser Team einfallen lassen. Du hast recht, Bonja. Das coolste Team sollte den coolsten Slogan haben. Hey, Mädels, ich kann meinen Augen nicht trauen. Jemand hat meinen Schläger zerstört. Heiliger Strohsack. Wer hat sich das getraut? Wie wirst du jetzt beim Turnier mitspielen? Wir haben bald ein Turnier. Und ich bin ohne meinen Glücksschläger. Sei nicht böse, Bonja. Wir werden dir einen neuen Schläger kaufen. Dein Schläger ist schon längst aus der Mode gekommen. Neue Modelle sind schon längst Welche auf dem Markt. Welche neuen Modelle? Glaubt ihr, dass das so einfach ist? Ich habe diesen Schläger bei meinem ersten internationalen Wettkampf bekommen. Das ist mehr als nur ein Schläger für mich. Dann hättest du besser auf deinen Schläger aufpassen und ihn nicht herumliegen lassen sollen. Mädels, es sieht so aus, als hätte uns jemand auf dem Campus den Krieg erklärt. Was? Okay, wenn jemand Krieg will, dann soll er den bekommen.
Ich gehe und hole den, der das getan hat. Er wird es bereuen, solche Spielchen mit Bonja zu spielen. Bonja, weine nicht. Alles wird gut werden. Niemals wird es uns wieder gut gehen. Kannst du das nicht leiser machen? Ich habe genug von deinem Geschrei. Werd nicht frech, Lernstreberin. Ich bin am Boden zerstört. Jemand hat meinen Schläger zerstört. Auf diesem Campus gibt es nichts als Jammerlappen. Das geschieht dieser Tennisspielerin recht. Arme Tennisspielerin! Bonja, ich bin auf deiner Seite! Kümmer dich um deinen eigenen Kram, Bubbles, und setz dich mein Pennyboard anders ein, okay? Leute, warum seid ihr noch hier? Ich hab euch nach Hause gehen lassen. Heute findet kein Unterricht statt, okay? Ich spiele heute Tennis. Oh! Ach ja, er spielt heute Tennis? Mal sehen, wie du mit einem kaputten Schläger Tennis spielen willst, blöde Giraffe. Herr Bax, heute gibt es kein Tennis. Bonja ist in Schwierigkeiten. Herr Bax? Warum weinst du, Bonja? Herr Max, jemand hat meinen Schläger zerstört. Jetzt wird Bonja nicht mehr in der Lage sein, dich zu trainieren. Wer auch immer es war, macht reinen Tisch. Also ich weiß nicht, wer es war. Leute, wenn ich so viel Geld hätte wie früher, dann würde ich für jeden auf dem Campus einen neuen Schläger kaufen. Hätte ich nur. Setz dich wieder hin, du Angeber. Ich will wissen, wer hat den Schläger zerstört? Von dieser Blondine, von Bonja. Lehrer Max, wir wollen nicht beichten. Lehrer Max, es gab ein Verbrechen auf dem Campus. Ich weiß, wie man den Verbrecher findet. Kein Wunder, dass ich Campusassistentin bin. Aber wie, Mandy? Chuck hat Kameras auf dem Campus aufgestellt. Was? Kameras? Auch auf der Toilette? Noch nicht, aber er wird sie bald installieren. Ich habe bereits gesagt, dass Kameras auf der Toilette illegal sind. Dein Weinen nervt mich. Kannst du aufhören zu weinen? Du nervst mich. Du nervst mich auch. Keiner spricht. Okay, da wir Kameras auf dem Campus haben, werden wir Chuck jetzt bitten, alle Kameraaufzeichnungen zu überprüfen. Wir werden herausfinden, wer der Übeltäter ist. Tolle Idee, Mandy. Kein Wunder, dass ich sie zu meiner Assistentin ernannt habe. Rate mal, Max. Jemand hat einfach meine Kameras ausgesteckt. Lass uns nach draußen gehen und reden. Leute, teilt in den Kommentaren mit, wer den Schläger der Tennisspielerin zerstört hat. Liked dieses Video, abonniert unseren Kanal, klickt auf das Glockensymbol und bleibt dran für unsere neue Episode. Auf Wiedersehen!